natürlich. Und auch kam raus, wieso der dann schwarz war am Anfang bei den Sturmtruppen. Stimmt, das ist im Prinzip genau der Helm. Ja. Nur halt ohne Pickel. Ne, fällt mir auch gerade so auf, ja. Ja, ja. Vermutlich war das jetzt historisch total inkorrekt, aber trotzdem passt. So, guck doch mal gerade oben, wie ist jetzt eigentlich die Lage? Was haben wir denn alles weggeballert? Der jetzt eben nur so bedingt drauf geachtet. Die Artillerie haben wir wohl platt gemacht, oder? Ja, klar. Ja, sehr schön. Und hier oben die anderen Einheiten auch. Der eine hat überlebt da die Infanterie, das war auch klar, aber dafür haben wir einen Erfahrungsbubbel gekriegt. Mhm. Und die waren, haben die Schwere hat überlebt und der hier zieht sowieso nicht näher, also ist auch sehr schön. Ja. Wir können vielleicht die leichte Infanterie ein bisschen nach vorne, leichte Infanterie sag ich schon, Artillerie ein bisschen nach vorne schieben. Wollen wir die eins vorschieben? Ja, jetzt ist ja keine Artillerie mehr da. Ja. Und die wird zu einer eins nach vorne, wobei dann... Die leichte, die leichte links. Ach, die da. Ach, die. Die hinter dem Spähpanzer. Dann würde ich den Spähpanzer nach vorne tun etwas. Ich glaube, dann greift sie hier an. Ah, die kommt jetzt. Ja. Ja, aber wir müssen im Endeffekt da ausharren. Ja. Wobei, die schießt alles zu Klump, ja. Die hat ja jetzt volle Bestückung. Dann müssen wir, oder wir müssen halt so weit zurück, dass der gegen die Schwere muss. Und alles andere wegziehen. Und damit nehmen wir uns natürlich sehr viele Optionen. Ja, guck mal, wie viel können wir jetzt töten gleich? Wir können... Die Leichte kann doch immer schießen, oder? Die Leichte kann auch nach einer Bewegung noch schießen, ja. Dass du nur die da nach links, ein Feld nach links noch ziehst? Ne, dann ist sie tot. Dann, ich will ja von dem da wegziehen, von dem links oben. Ja, und sie müsste auf der anderen Seite aber eigentlich auch weiter nach vorne, damit sie schießen kann. Also jetzt könnte sie, glaube ich, schießen. Die kann drei Felder weit. Wie viele Felder sind die jetzt weg? Wie viel kann die mittlere schießen? Ich glaube, es waren 6, aber ich gucke nochmal. Oder waren es 5? Mittelschwere Feldartillerie, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Also die beiden Einheiten können jetzt genau nicht angegriffen werden. Weder der Spähpanzer noch die Artillerie. Ich würde sie diese Runde noch da stehen lassen. Mhm. Okay. Und dann hoffen, dass wir mehr oder weniger mit allem, was wir jetzt haben, in der nächsten Runde die da wegnieten können. Dann noch ein bisschen was zu der Artillerietaktik. Die zusammen mit der leichten Artillerie bildete die Mittelschwere eine wichtige taktische Komponente im Kampf. Vor einem Angriff wurde das Feuer auf die gegnerischen Linien eröffnet und dann zurückgenommen, um der Infanterie den Weg freizugeben. In der Verteidigung wurde Sperrfeuer geschossen, um den stürmenden Gegner zu bremsen und zu schwächen. Im Endeffekt das, was wir auch tun. Ja. Und zu Ende des Krieges waren die Rohre der Deutschen wegen der katastrophalen Rohstofflage häufig ausgeleiert und unpräzise geworden. Hierdurch krachte so manche Granate in die eigenen Linien. Au! Friendly Fire nennt man das, oder? Mhm. Ja. Gut, dann? Die Frage ist... Bauen? Wollen wir den in Bewegung... Wir haben aber jetzt hier einen Spähpanzer und der Spähpanzer hat ja sowieso nur noch 4. Ja, und der wird jetzt nochmal angegriffen. Zieh den... Wollen wir den mal da reinziehen? Ja. Und wollen wir dafür was rausziehen? Wir haben eben übrigens nicht repariert. Stimmt, das war unclever. Ja, wollen wir die eine Elite, die wir da haben? Ja, ziehen wir mal die... Die Elite oder die... Die Elite würde ich rausziehen. Dann lass uns die doch nach da ziehen. Mhm. Und dann müssen wir dran denken, reparieren. Genau. Denk mal mit, wir müssen reparieren in der nächsten Runde. Mhm. So, und die würde ich einfach stehen lassen. Und schießen. Und hier unten lassen wir sie stehen. Und hier ist eigentlich alles gut, oder? Mhm. Und die lassen wir stehen, oder? Ich meine, wir haben hier eine Elite rumstehen und einen Panzerzug. Ja, lass die mal da stehen. So, dann sind wir es, oder? Ja, go. So. Unser Spähpanzerchen. Mal sehen, wie viel Spähpanzer übrig bleibt. Den haben wir natürlich nicht gerettet jetzt, ne? Ach doch, das ist der, den wir gerettet haben. Ja. Solange eine Einheit übrig ist, ist alles gut.
Oh, hat schon ganz ordentlich Schaden gemacht. Wenn wir Glück haben, kann unsere Artillerie dem den Rest geben. Jetzt kommt noch mal Elite gegen Elite. Aber unsere hat ein Kreuz. Ha! Jawohl! Chuck! Die Erfahrung macht's. Ja. Okay. Also im Moment läuft's für uns ja ganz gut. Wir sterben zumindest nicht sofort. Also nicht so schnell, wie man das letzte Mal hätte meinen können. Reparier doch mal bitte. Oder du kommst denn jetzt auf die Idee? Was? Reparieren. Es hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass wir daran denken müssen. Ah, so. Mist. Ja, du könntest den Zug in der nächsten Runde direkt vors Tor stellen. Meinst du, der kommt über den großen Berg? Ich weiß es nicht, aber dann kann auf jeden Fall, falls er irgendwie in die Nähe kommt, müssten die dann in Schussreichweite sein. So, lass uns erstmal. So. Ich würde die normale Infanterie, weil die Elite, die kann man auch. Ist sowieso gleich tot. Die da? Ja. Mhm. Dann mit der mittleren die obere, oder? Nur meine genau, ich, das war noch was anderes. Ja, machen wir die obere weg. Dann, wer braucht noch Erfahrung? Die. Genau. Damit mal sagen, die da war auch schon kurz vor. Die waren noch 5 und die sind 2. Ja? Genau, damit. Und dann können wir gucken. Jetzt die Kavallerie. Du meinst, die greift uns an? Ja. Hätte ich gesagt. Die da? Mhm. Jo. Und jetzt? Reparieren. Ach so, reparieren wollten wir ja auch noch. Ja, das, da war was. Nochmal reparieren? So. Ja. Den und den Stehpanzer wollten wir reparieren. So, jetzt haben wir wahrscheinlich nicht mehr genügend, um was zu bauen. Wie viel haben wir denn noch? 64 Rohstoffe. Das wird nicht lang. Ich guck mal. Also ja, gut, im Idealfall brauchen wir noch eine fette Artillerie. Ja. Wo auch schon eine mittlere reichen würde. Ich brauche aber 70. Und die große 85. Ja gut, wir haben 64. Also müssen wir noch eine Runde warten. Das ist jetzt auch nicht so schwerwiegend. Ja. Haben wir eigentlich alles, oder? Mhm. Zeitlich perfekt. Go. So, mit was schießen wir? Ah ja. Die leichte Infanterie, ich krieg's nicht mehr hin. Die leichte Artillerie auf die Feldgeschütze, Dennis. Die Feldgeschütze. Genau. Die leichten Feldgeschütze. War das eigentlich die man zu Fuß da durch den Schlamm geschoben hat, oder waren das die, wo die dann hinter Pferden? Wir haben sie platt gekriegt, obwohl wir nur 5 hatten. Sehr gut. Leichte Feldartillerie. Die Artillerie war eine der wichtigsten Waffen im Ersten Weltkrieg. Flugzeuge, die in den Kampf am Boden hätten eingreifen können, gab es zu Beginn nicht. Noch später war die Bombenzuladung noch äußerst gering. Es gab eine Unzahl von... Oh, sehr schön. Es gab eine Unzahl von Kalibern und Rohrlängen, die hier nicht alle aufgeführt werden können. Um diesem Umstand gerecht zu werden, gibt es in History Line 3 verschiedene Kaliber. Die leichten Feldgeschütze sind Rohre bis 75 mm. Geschütze dieser Art waren relativ beweglich und konnten auch gegen direkt angreifende Truppen mit Erfolg eingesetzt werden. Ha. So groß ist das gar nicht. Das ist ein Granatwerfer im Endeffekt, ne? 75 mm? Ja, also es ist quasi eine Kanone. Ja, Kanonenkugel hat, ja. Ja. So eine kleine Kanonenkugel. Reichweite und die Geschosswirkung war gering. Die Besatzung musste das Geschütz gefährlich nah an die Frontlinie heranbringen, um nicht in die eigenen Reihen zu feuern. Durch ihre Größe und ihr Gewicht konnte es aber schnell die Feuerstellung wechseln. Ja, so ein bisschen so eine Allzweckwaffe quasi. Ja, und die Kavallerie auch. Ja, so im Endeffekt, wenn der Reiter auf dich zurennt, rufst du ihm so ein paar Kanonenkugeln entgegen und hoffen, dass nichts mehr stehen bleibt. Ne? Das ist so der Grund. Du musst halt nur treffen. Hm. Ja, also im Moment läuft es ja für uns ganz gut. Wir lassen ihn kommen. Wollen wir die Infanterie jetzt nach hinten ziehen? Aber das ist eine leichte hier, ne? Leichte und das ist auch noch eine leichte. Gut, und das da ist eine mittlere. Eine mittlere, genau. Denn da müssen wir aufpassen, wer die sich bewegt. 3, 4, 5. Die hat sich bewegt, oder? 1, 2, 3, 5. Ne, die erwischt uns aber nicht. Ja, also wenn die von der Straße runter ist, dann
kann sein, dass sie sich nur auf Straße bewegen kann. Die Frage ist, was man mit der mittleren hier, mit der leichten hier machen. Weil da sind sowieso kaum noch Einheiten oben. Hm. Die bräuchte mal Erfahrung. Ist sie nicht schon super? Stimmt. Hm. Weiß nicht, willst du dann noch stehen lassen? Den Ansatzzug wollten wir noch ganz runterziehen. Ich kann er schießen, zwei Felder weit. Wollen wir die nach da ziehen? Ja. Ach so, ja, stimmt. Jetzt müsstest du eigentlich schießen können. Oder? Und der kommt immer näher hier. Wollen wir den mal nach links ziehen? Nach unten aber. Ja. Ich will halt nur vermeiden, dass der da dann runterrennt und die es einnimmt. Mhm. Oder zumindest dass müssen wir dann hinterher rennen. Ja. Im Idealfall. So, wie sind wir hier oben? Den da reinziehen oder nicht? Wir haben jetzt Elite fertig. Ich würde sie nach links schieben, eins. Und dann die Elite. Dahin? Ja. Guck mal, ob man die Elite direkt auf das leere Feld, aber wahrscheinlich muss man die eins dahin hoch. Genau. Und dann von drinnen Elite wieder raus. Die genau da? Die, ja. Ja, und so würde ich es erstmal lassen. Oder? Bin auch zufrieden. Wobei der Panzerwagen, oh, du, sechs Stück hat er ja noch. Ja, ist die Frage, ob man den mal woanders, oh, die müssten wir eigentlich mal reinziehen. Ja. Dann lassen wir mal eins nach rechts. Und dann ziehen sie unten rein. Ja. Auch eine Variante. Und den Spähpanzer. Kann ich ihn direkt in den. Ah, nee. Super, da vorstellen, ja. Jetzt müssen wir dann von rechts eine nach links bewegen, um die Artillerie zu schützen. Also in der nächsten Runde. Genau, da guck, ob wir den Spähpanzer noch rausbekommen. Nee. Nee, die kommen alle nicht mehr raus. Müssen wir dann in der nächsten Runde so was überschieben. Ja. Sind jetzt auch nicht so schwerwiegend. Genau. Und jetzt müssten wir gleich genügend Rohstoffe haben, um noch eine Artillerie zu bauen. Wobei wir sie schon fast nicht mehr brauchen, oder? Eine schwere bräuchten wir halt. Ja. Damit wir die. Die Bunker oben ausheben können. Genau, und die leichten und die mittleren Artillerien von ihm. Was schießen wir auf die können. Ah, das waren ja nur Geplänkel. Hm. Er hat nur eine Einheit im Schussradius gehabt. Das war ja jetzt auch mal nett. Ja. Wie ist denn, guck doch mal in die Statistik, wie sieht es denn jetzt aus? Nee, das war sie nicht. Genau. Ja. Okay. Wir haben 20 Einheiten und er 30. Da er die ganze Zeit mehr als doppelt so viel hatte wie wir. Haben wir ganz schön was weggeschossen. Mhm. Ich bin zufrieden. Ja. Siehst du, mit frischer Energie geht das Ganze. Jetzt schießen wir erstmal mit unserem Panzerzug seine Einheiten weg. Genau, und dann nochmal gibt sie ihm den Rest. So, wir sind mal hinten hier immer. Weißt du, wo das Wort Fissematenten herkommt? Nein. Fissematenten ist eine Verballhornung eines französischen Ausdrucks. Das kommt wohl, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es kommt aus der Zeit französischer Besatzung. Wann, welche Besatzung genau, weiß ich nicht. Aber es haben wohl französische Soldaten gerne mal zu deutschen Mädels gesagt, visite ma tante, also besuch mich in meinem Zelt. Okay. Da konnte es dann auch mal zur Sache gehen. Deswegen haben die Mütter gerne mal ihren Töchtern gesagt, mach mir keine Fissimatenten. Okay, das ist ja cool. Hm. Nein, wusste ich nicht, war mir nicht bewusst. Cool. Also hier Deutschland, Frankreich im Krieg, passt das? Passt. Ah, 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 ja, sehr schön. Sprich dich aus, denn. Genau. Du weißt doch schon so, was ich meine. Ah, 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 ja, ah, ja, ja, ah, 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 U, I, O, A, A, Bing, Bing. 101 haben wir jetzt übrigens.
schwerer? Hier oben? Weiß nicht. Wollen wir sie da unten? Dann brauchst du halt lange, bis sie da ist. Ja, wir haben einen Zug da unten davor stehen, ne? Ja, stimmt. Dann bau unten eine schwere und dann fahren wir die so weit, wie es Sinn macht, nach vorne. Ja. Sehr schön. Einheit wird produziert. Wollten wir noch was reparieren? Nein, alle Einheiten sind ganz. Glaube ich. Oder? Haben wir was reingezogen? Nee. Haben wir? Taste mich, Dennis. Ich war der Meinung, alles ist ganz. Ja, alles ganz. Alles ist ganz, ist auch super deutsch. Ja. Gut, sehr dann schön. Sind wir es eigentlich, oder? Ja. Ah, falsche Stelle.